Hallo meine Freunde, ich begrüße euch zu dem ersten Video von meiner neuen Karriere im Karrieremodus. Ja, ich habe mir die Mannschaft Tottenham ausgesucht, weil ich sie persönlich mag und ich finde, dass sie auch nicht zu gut ist, aber auch nicht zu schlecht ist. Und ja, wir spielen auf Profi, nur 4 Minuten aber. Und ja, ich habe da eigentlich nicht viel verändert an unserem Team. Ich habe halt nur Lacazette gekauft. Und ja, würde ich sagen, gehen wir auch mal direkt ins erste Spiel rein und zeige euch dann mal. Habe ich dann mal erstmal, obwohl Informationen brauchen wir eigentlich nicht. Eigentlich einfach nur Karrieremodus. Ich werde alles, jedes Video aufnehmen, jeden Spieltag. Wir werden manchmal auch simulieren, aber wir werden erstmal jetzt nur spielen. Dann würde ich sagen, legen wir einfach mal direkt mal los. Andy Carroll hier am Ball. Spielt auf Noble. Noble ist durch. Auf Carroll? Das gibt's doch nicht. Und der schießt weit vorbei. Aber es gibt Ecke. Kamera einstellen, so, das ist wieder richtig. Es gibt Ecke für West Ham United. Unser Ziel, unser Pokalziel vom Vorstand war es, ins Viertelfinale zu schaffen und in der Liga die Qualifikation für die Champions League zu erreichen. Und ja, ob wir das schaffen, werden wir natürlich sehen. Jetzt erstmal Lacazette gegen Cresswell. Sieht Cresswell am Trikot. Der fällt hin, ganz geschickt. Aber es war auch ein Foul. Und es gibt aber keine Karte. Und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch Tipps habt, welche Spieler wir neu holen. Ob ihr noch Spielertipps habt, die wir holen können. Ich werde bald einen neuen ZOM-Spieler holen, aber das werde ich dann einfach mal gucken, welchen ich da hole. Ja, es wird jetzt jeden Tag ein Karrieremodus-Video erfolgen. Wenn nicht sogar zwei oder manchmal auch gar ganz mal unterschiedlich. Und ja, würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter. Lacazette auf Kane. Downing. So muss ich bei Paulinho. Sind eigentlich relativ. Was heißt stark? Eigentlich. Relativ gut besetzt, eigentlich. Mit unseren Top-Spielern sind Lloris, Vertonghen, Walker, Lacazette. Ja, Eriksen. Das war es eigentlich auch schon. Und ja, Dembele jetzt auf Lacazette. Jetzt vielleicht mal ein ordentlicher Angriff. Ich meine. Ich spiele immer auf Profi, weil ich da am angemessensten finde, weil ich finde, ich bin jetzt nicht zu dominierend, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit überhaupt nicht zustande bringe. Aber eigentlich ist das ja auch eine gute Mannschaft, aber mein Auswärts, toll, eigentlich ist es ja auch eine gute Mannschaft, deswegen, mein Auswärtsspiel kann man auch nicht einfach dominieren. Jenkinson jetzt und schickt Carroll, doch, der stand vorher schon im Abseits. Aber wir befinden uns schon in der 26. Spielminute, bis jetzt noch nicht viel passiert, jetzt fällt Tongan mal. Auf Lamela, starker öffnender Pass. Lamela, schön. Übersteiger, dann schon mal ein schlechter Pass. Lacazette ackert hier. Oh, doch Song kann ich behaupten. Song, Jenkinson. Jetzt spielt Jenkinson mal auf Carroll, ohne dass er im Abseits steht. Und Carroll mit dem Fehler und Rose macht das ganz schnell. Nicht Rose, sondern. Ich weiß nicht, wer es war. Macht es auf jeden Fall. Eriksen war es, macht ganz stark, schießt ihn in den Spieler ab. Dann kriegt er einen Einwurf, dann Eriksen. Ganz starker Pass auf Lamela. Oh. Jenkinson. Paulinho jetzt. Paulinho. Naja, das war nicht so gut. Oh, jetzt und Harry Kane. Das nie. Kann das Duell nicht gewinnen und einer von Wesley liegt am Boden und hat sich anscheinend verletzt. Das sieht nicht gut aus. Jetzt Dembele schickt Lacazette auf die Reise. Wird es das Tor? Lacazette spielt in die Mitte und da ist das 1:0. Die Tottenham Hotspurs schlagen eiskalt zu 1:0. Torschütze ist. Warte, wir gucken uns das nochmal an. Ich weiß nicht genau, wer es war. Auf jeden Fall Lacazette mit der Vorlage ganz stark gemacht. Weiß ich nicht mehr genau, wer es so gemacht hat. Ihr habt es aber gesehen. Einfach super. Eriksen jetzt auf Rose. Pauline jetzt natürlich direkt am besten nachlegen. Walker. Der gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Sonst immer. Und das war ein ganz starker Pass. Aber Lamela kriegt ihn nicht. Jenkinson, der ist irgendwie überall, rechtes Mittelfeld, linke Verteidigung, linkes Mittelfeld. Manchmal auch im Sturm zu finden, also der ist einfach überall der Typ.
Und jetzt Cresswell. Also wir dürfen auf jeden Fall keine Flanken zulassen, weil da ist Carol einfach ein Tier. Aber erstmal kommen wir über Lamella. Lamella. Stark. Stark. Doch, jetzt der Torwart kann ihn fangen. Adrian war es. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt in die zweite Halbzeit hinein. Andy Carroll macht beim Anstoß Valencia. Dann geht's auch direkt los. Downing. Also, eigentlich sind wir sehr dominierender gewesen in der ersten Halbzeit. Wenn wir halt mal vor das Tor kommen, wird es auch gefährlich. Aber wenn die kommen, ja, weiß man nicht. Ist ja noch nicht so gefährlich. Ist jetzt die Möglichkeit. Er nimmt den an. Tor. Tor für West Ham United. Der Ausgleich ist gefallen. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen nach vorne. Jetzt würde ich sagen, machen wir auch mal von ausgeglichen auf sehr offensiv. Oder wir haben sogar defensiv eingestellt, glaube ich. Lacazette. Was soll er machen? Keine Anspielstation da. Eriksen, schwimmen ein bisschen um den 16 herum. Rose. Einfach jetzt die Kurve wahren. Kane, super herausgespielt, Harry Kane, war das nicht im Tor? Doch, wir sind immer noch im Angriff, jetzt ruhig, nicht so hektisch. Kane, schickt super, Lacazette, doch der gerät rein, aber Adrian hat den Ball. Schlägt er den Ball weg. Und Abseits, also wirklich rauskommen tut West Ham gerade nicht. Sie stellen sich nicht gut an hier. Jetzt kommen wir mal. Über Dembele spielt in die Mitte. Da wohl selber machen müssen. Das ist eine Grätsche dazwischen. Und wieder kriegen sie den Ball nicht raus. Super für Eriksen! Adrian fängt den Ball. Jetzt werden wir dominieren. Aber das bringt uns nichts, wenn wir kein Tor schießen. Jetzt schießt alle den Ball weg. Jetzt müssen auch mal wieder West Ham manchmal rauskommen. Die machen ja momentan gar nichts. Also die werden dann unten reingedrückt von uns. Und jetzt schon wieder ein Fehler. Vertongen. Lamella. Auf Kane. Kane schickt Lacazette. Lacazette weggegrätscht. Doch, er trifft ihn nicht und dann will Lacazette vorbeigehen. Der Torwart haut ihn um. Und das gibt jetzt eine Karte für Adrian. Es gibt den Elfmeter. Es gibt den Elfmeter. Lacazette macht er selber. Das ist die Frage. Torwart steht bereit. Adrian. Der Gefolter soll nicht selber schießen. Und deswegen schießt Lacazette diesen Elfmeter auch nicht. Der wird sich mal mit Kane abwechseln. Außer Lacazette ist jetzt mal wieder gefoult. Okay. Harry Kane macht bereit der aus die Führung. Kane in die Mitte. Tor für Tottenham. Wir führen jetzt mit 2-1. Und jetzt einfach nur hinten reinstellen, oder? Nein, ich würde sagen, wir bleiben einfach ein bisschen offensiv. Und gucken, was passiert. Jetzt. Carroll, Andy Carroll. Und in der Mitte steht er noch völlig frei, das ist Valencia. Doch, der wird nicht gesehen. Jetzt Carroll. Ah, jetzt kann er auch die Flanke bringen, er ist nicht in der Mitte. Er wird die Flanke bringen. Vertongen, Eriksen. Wenn der Pass ankommt. Oh, wäre der angekommen, dann hätte man einen richtig guten Konter fahren können. Valencia, Noble. Ballverlust, doch nicht, doch, was weiß ich. Paulinho jetzt. Dembele. West Ham hat alles offen. Und jetzt wird Lacazette auf die Rase geschickt. Alexandre Lacazette macht ihn nicht. Doch, Dembele nutzt den Abpraller und schiebt ein zum 3-1. Und damit ist die Entscheidung perfekt. Jetzt Son. Also, West Ham jetzt geschlagen. Jetzt Jenkinson. Jenkinson wird hier umgehauen. Dort der Ball kommt in den Strafraum, das ist das Tor. Doch, es wird nicht gegeben, abseits. Reed jetzt. Rose. Eriksen. Paulinho. Kane. Lacazette. Lamella ein bisschen zu sehr gefordert da. Den Ball kann er am besten will nicht bekommen. Jetzt Nolan gegen Rose. Rose hat mir gut gefallen, macht er auch ganz wieder stark. Er wieder sehr stark. Eriksen, was soll er machen? Er schickt den Bele. Stand meines Erachtens nicht im Abseits. Springt über den Tower drüber und wir schießen das 4-1. Dembele mit dem Tor. Vielleicht hat auch heute schon Moussa Dembele mit dem Tor. Vielleicht hat einer von uns auch schon ein Upgrade bekommen, ein Spieler.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich eins sagen. Guter Einstand hier nach dem guten 1-0, dann nach dem nicht so guten Ausgleich. Dann an Druckphase haben wir ein Tor gemacht. Ja, dann haben wir einfach das Spiel ganz klar dominiert. Und jetzt kommen die nochmal. Und hätten das Ergebnis vielleicht ein bisschen besser aussehen lassen. Doch, die machen nicht. Jetzt müssen wir den Carroll natürlich doppeln. Und der Ball kommt auch auf Carroll an. Der kommt viel zu weit für Carroll. Downing wird der Ball von Vertonghen abgenommen. Vertonghen schießt den Ball nach vorne. Steht also nur einer. Das ist Tompkins. Wenn der jetzt keinen großen Fehler macht, war es das eigentlich. Dann wird ja nicht so viel passieren. Die Flanke. Carroll! Ne, O'Brien war es. O'Brien mit der Kopfballmöglichkeit. Der macht nicht rein. Lurie jetzt auf Rose. Auf Paulinho. Der schickt Harry Kane, der Torwart, an den Ball. Ich grätsch rein. Ja, dann würde ich sagen, wenn er jetzt abschlägt, wird es das Ende da. Ach nee, er wirft ab. Okay, dann ist es doch noch nicht das Ende. Doch jetzt pfeift der Schiri ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Empfehlt uns weiter. Und dann würde ich sagen, schreibt mal in die Kommentare, was für einen Spieler wir noch holen sollen. Dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.